Willkommen zum Video. Heute zeige ich euch, wie ihr ein CapView installiert, also ein Cap-Update. Und dazu noch ein Soundmod. Jeder kennt das, diesen Soundmod, den ich noch in der Hand habe. Der andere war leider gottesweise auch drauf, aber der hatte ich Nachteil mit diesem Problem. Da hatte ich ja ein zu kleiner Problem gehabt. Und jetzt ist es dieser Inhalt hier noch da. Und dazu installiere ich den gleich mal. So halt, ne? Und dann installiere ich noch ein Cap-Dings-Update. Ich lade das schon mal runter. Natürlich habe ich nicht den Download-Manager geöffnet. Dass es ein bisschen schneller geht. So, Internet-Download-Manager heißt es, ne? So, ganz einfach, holt euer natürlich hier eure. Wo liegt eure Trailbox? Hier klicken wir rauf. Hier und da und da und da. So, hier bin ich ein Ordner. Hier sind natürlich die Assets. Da sind zu viele Züge drin, die man. Ich will jetzt den ja. Wir gehen hier rein und da gehen wir hier und da gehen wir hier rein. Und da sind noch ein paar Repaints reingeschmissen. Und das ist Camera, das ist neu pixeltieren, aber die lasse ich jetzt mal draußen. Das ist sehr wichtig. Ich will nur den Sound neu machen und so. Und wichtig, wir ziehen den Audio-Ordner hier rüber. Ziehen ihn rüber. So, und jetzt überschreiben. Sehr wichtig. Und jetzt das nächste ist, wir wollen noch ein Cap-Update, dass wir nicht so hoch sitzen wollen. Das heißt, hier klicken wir hier. Und wo waren das denn? Oh, Moment. Ist das das dann? Ja, Moment. Das ist ein bisschen doof hier. Ist das da? Genau. Das heißt runterladen. Wir legen es hier runter. Oder unpacken wir das Ganze erstmal. Und nach dem Unpacken ganz einfach jetzt hier installieren. Also zu öffnen. Das würde ich auch mal sagen. So, und dann klicken wir auf Assets. Dann gehen wir hier rein. Dann finden wir natürlich Camera. Und die Camera ziehen wir hier rein und zack. Ersetzt. Wunderbar. Und jetzt schließen wir das Ganze und öffnen unser guten TS hier. 64 erstmal, 64 Bit. Da würde ich immer empfehlen, 64 Bit zu spielen. Macht auch sehr Spaß, sehr gut. Natürlich haben wir noch andere Spiele dran sind. Ist nichts Neues und bei Bass ist auch nichts Neues gekommen. Und so, ja, bei Bass ist natürlich die 200 Linie rausgekommen, aber die bin ich nicht so interessiert. Ich freue mich, dass irgendwann mal neue Sachen kommen. So, wir gehen hier Werkstatt, Cache-Lern-Werkzeuge und Cache-Lern hier. Also, tut mir leid, also dieses Wort muss wieder, also, jetzt da sich persönlich nochmal neu. Das ist 32-Bit. Und das ist immer so wichtig. Erstens Cache-Lern. Der Cache muss geleert werden, das ist sehr wichtig, sonst bekommt er Abstürze. Und jetzt habe ich das Cap installiert und dazu das Soundmod, dass er nicht nur so Standard wie der. Ich weiß nicht, ich mag den Standard nicht. Er hört sich komisch an. So, und jetzt spenden wir einfach mal und wir starten das Spiel. Ja. Ja, die Reihenfolge ist so. So. So, jetzt zeige ich euch den Beweis, dass es funktioniert hatte. So. So, mal schauen. Das heißt, wir klicken hier auf Fahren. So, jetzt gucke ich mal, was anderes gibt. Oder was. Warte. Zack. Mal schauen. Haben wir irgendwas? Ah, dann machen wir das mal. Oder das ist noch was anderes. Ja, dann nehmen wir das da. Ich will es kurz zeigen. Das ist Minuten Westfalenbahn. Die fährt ja. Aber ich werde die hier mal zeigen. Und jetzt wird es geladen. Mhm. Sehr interessant. Nase. Danach, vielleicht gehe ich danach ins Bett. Weil guck mal auf der Uhr. Ist sehr spät und so. Mhm, mal schauen, was eigentlich aktuell das gibt. Aber was willst du machen?
So. Mal schauen. Jetzt muss er eigentlich funktioniert hatte. Jetzt funktioniert das auch. Weil das Cap-Update ist und dann eine Möglichkeit, dass ihr andere Sitzposition habt. Eigentlich finde ich ganz geil. Einfach zu Sachen installieren und so. Und mal schauen. Gucken aus ruhig noch mein Handy. Sprich noch mein Handy gucken. Mal schauen. Aha. Naja, immer diese blöden Negativen. Scheiß Dislike, ey. Man sollte eigentlich diesen Dislike-Button wegmachen. Ist immer bescheuert, es war immer bescheuert, dass dieses in beiden Jahren und so irgendwas ändern wird. Diese verkackte Scheißteil. Das ist ein scheiß Daumen runter da. Ja, Dislike-Button abschaffen. Sehr wichtig. Was? Okay, Alter, sofort evil. Was? Ist mir scheißegal, was da fehlt. Jetzt hört er was an. Wir sitzen natürlich wieder in Sitzposition. Und wir sehen jetzt aktuell, es hat funktioniert. Und zwar, wir sehen natürlich aktuell, die sitzen ganz gut. Ja. Und wir sitzen aktuell ganz gut. Also die Position, ja, diese Position kann man sich jetzt ändern und so persönlich, aber jetzt habe ich im Beispiel noch was. Ach nee, das ist schon wieder so, ach nee. Muss ich gucken, aber es funktioniert. Wir können fahren. Wir können Richtungswender, wir können fahren. Das heißt, wir können natürlich hier anmachen. Das heißt, wir können fahren. Diese funktioniert. Ganz einfach funktioniert das. So, jetzt habe ich mich wieder raus. So, ich habe euch gezeigt, es funktioniert. So, es funktioniert und ja, damit ist das Video schon erreicht. Jetzt habe ich euch jetzt gezeigt, wie du Soundmos und das Cap installieren tust. Und bitteschön und viel Spaß beim Zuhören. Und ja, und viel Spaß damit. Und tschüss, Wiedersehen. Tschüss.